Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich möchte gerne zwei Produkte mit euch testen. Und zwar einmal Lupin Paul, das habe ich euch schon mal empfohlen. Und dann auf jeden Fall nochmal Haarspray. Lupin Paul habe ich schon mal benutzt bei Freunden oder so, wenn ich mein eigenes Paul Grip Zeug vergessen habe und ich fand es damals immer gut. Jetzt würde mich aber interessieren, ob Haarspray genauso gut ist. Mir wurde nämlich gesagt, hey, es gibt da auf jeden Fall Haarspray, das kannst du auch mal ausprobieren und deswegen dachte ich mir so, cool, okay, why not? Wenn es ein günstiges Hausmittel gibt, um besser an der Paul kleben zu bleiben, ich bin dabei. Und deswegen werden wir auf jeden Fall heute beide Sachen ausprobieren und ich bin sehr gespannt, was besser ist, liebe Leute. Wir werden jetzt mit dem Lupin Paul anfangen und dann, ja, werden wir das hier mal öffnen. Das ist nämlich so eine Art Puderquastentuch, beste Beschreibung. Das ist auf jeden Fall so ein Tuch, das hat zwei Seiten und dann, ja, ihr seht es schon, dann kann man das hier so pudern. Und ja, ich werde das heute mal auch an Einstellen generell so machen. Ich mache mir jetzt Musik an und dann geht's los. Ein Versuch später, liebe Leute. Ich habe das Lupin Paul Zeug nur ein einziges Mal aufgetragen. Es hat auch relativ gut gehalten, aber auch da merke ich jetzt, die Hände, die fangen irgendwann an so ein bisschen rutschig zu werden. Nicht so krass wie mit den vergleichbaren Dingen. Also ich habe euch ja schon mal ein anderes Produkt vorgestellt. Moment. Ich muss kurz atmen. Ich habe euch ja schon mal das hier vorgestellt. Das hier hält ja gerade am Anfang bombastisch gut und dann fängt es an richtig, richtig rutschig zu werden. Das ist jetzt bei dem Tuch, was ich jetzt benutzt habe, nicht so. Also es ist insofern vergleichbar, als dass du am Anfang einen super, super guten Halt hast und wie bei jedem Produkt lässt der halt irgendwann nach. Aber dieses krass, krass, krass rutschige, das hat man bei dem Produkt nicht. Man merkt am Ende, also ich habe jetzt am Ende gemerkt, okay, ich werde jetzt langsam so ein bisschen rutschen, aber es war nicht so spontan, es war abzusehen. Und deswegen finde ich einfach, ist dieses Produkt in Anführungsstrichen sicherer nochmal, einfach weil es nicht so abrupt plötzlich rutschig wird, sondern man es halt schon absehen kann. Und im normalen Fall würde ich dann einfach sagen, okay, dann pudere ich halt nach und dann passt das schon, aber wir sind hier ja gerade in dem Versuch und in dem Video. Ja, und deswegen habt ihr auf jeden Fall jetzt noch mein erstes Feedback und ich werde mir jetzt, ja, die Hände waschen und bin dann einfach Haarlack. Also Haarspray auf die Hände sprühen, Leute. Ich bin sehr gespannt. Was ich übrigens noch ergänzen muss, ich habe jetzt schon wieder eine längere Paul-Pause gemacht. Ich habe es irgendwie in letzter Zeit nicht so gefühlt. Ich habe jetzt Yoga für mich entdeckt. Ich stehe gerade übertrieben auf Yoga, aber ich muss sagen, ich habe heute ein Video gesehen von einem richtig, richtig coolen Instagram-Menschen. Und zwar ist es ein Pole-Dancer, der eigentlich aus Argentinien ist, aber jetzt in Madrid wohnt. Und der macht immer so coole Pole-Videos. Und jetzt habe ich heute eins gesehen und ich fühle mich jetzt wieder angefixt. Und ich glaube, ich werde jetzt wieder Pole für mich entdecken. Aber ja, ich hatte jetzt eine kleine Pause. Das Ding ist, ich nehme mir dann auch diese Pausen. Ich will mich dann auch nicht zum Sport zwingen, weil mir halt, also meine Priorität ist halt wirklich, dass ich Spaß dran habe, dass ich den Spaß nicht verliere und dass Sport einfach eine positive Konditionierung, einfach eine positive Assoziation in meinem Kopf auslöst. Und deshalb mache ich halt auch nur Sport, beziehungsweise nur die Art von Sport, wo ich sage, ich habe da gerade richtig, richtig Lust drauf. Und ich zwinge mich jetzt nicht, dass ich unbedingt in einem Sport jetzt richtig krasse Erfolge durchgehend habe, sondern dass ich mich halt wirklich darauf fokussiere, Spaß daran zu haben und halt auch wirklich gerne am Ball zu bleiben. Okay, Leute, genug geredet. Sprühkleber. Sprühkleber hört sich schon richtig gut an. Liebe Leute, hier steht drauf für krassen Halt. Das heißt, meine Erwartungen sind krass hoch und deswegen werden wir das jetzt probieren. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Schiss, aber das wird bestimmt schon. Ah, es rutscht. Ah. Ui. Ew. Ew. Okay, Leute. Okay,
ich habe das Gefühl, es klebt auf jeden Fall jetzt überall ziemlich gut. Ich bin sehr gespannt. Oh, aber jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich... Oha! Okay, jetzt muss ich hier doch nochmal kurz was loswerden, liebe Leute. Ich bin gerade voll positiv überrascht. Also jetzt für die Haare. Das wird ja richtig weich wieder. Ich habe jetzt gedacht, das wird so richtig... Also ich habe seit Jahren kein Haarspray benutzt, liebe Leute, weil Haarspray immer die Haare so richtig eklig vom Gefühl macht. Aber ich muss sagen, jetzt gerade fühlt es sich gar nicht eklig an. Ich glaube, ich probiere nochmal Haarspray. Okay, wir probieren jetzt aber erstmal eine Paul. Liebe Leute, ich habe jetzt das Haarspray ausprobiert, liebe Leute, ihr habt es gesehen. Ich finde, es hält erstaunlich gut dafür, dass es Haarspray ist. Man kann auf jeden Fall auch absehen, wie viel Zeit man noch hat, bis man auf jeden Fall von der Paul runter muss. Das heißt, es ist nicht so bam und jetzt spontan hast du gar keinen Halt mehr und rutschst runter, wie bei diesem einen Rosmarin-Produkt, ja, also... Wie bei diesem Produkt hier. Ich bin positiv überrascht insofern, als dass es tatsächlich eine Alternative darstellt. Es kommt nicht an mein Favorite-Produkt dran, was es leider halt einfach käuflich nicht mehr hier zu erwerben gibt, also Dry Hands. Aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich eine annehmbare Alternative, was ich nicht erwartet hätte. Man rutscht auch irgendwann, aber ich muss sagen, ich habe es mir echt schlechter mit Haarspray vorgestellt. Deswegen bin ich auf jeden Fall positiv überrascht. Ich werde jetzt meinen schlauen Zettel holen, liebe Leute. Da habe ich mir nämlich so ein paar Punkte aufgeschrieben, inwiefern ich die Produkte jetzt bewerten werde. Und dann, see you gleich. Erster Punkt Anwendung. Lupin Paul ist super easy peasy anzuwenden. Ihr habt es gerade gesehen, man pudert sich einfach so ein bisschen ein, man pudert den Körper ein und eventuell dann noch die Paul. Ich persönlich finde es jetzt nicht so cool, dass es so viel Puder abgibt oder so, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber grundsätzlich ist die Anwendung easy peasy. Die Anwendung von Haarspray finde ich sogar noch einfacher und ja, deswegen würde ich sagen, tatsächlich in der Anwendung gewinnt das Haarspray, weil man sich halt einfach damit einsprüht, dann trocknet es und fertig. Ich finde, also wie gesagt, Lupin Paul ist auch easy peasy anzuwenden, also ich würde diesem Produkt eine 4,5 geben in der Anwendung und diesem tatsächlich sogar eine 5,5, weil ich sprühe einfach super gern, Leute, es macht mir Spaß. Halt. Dem Halt würde ich tatsächlich bei beiden Produkten eine 4,5 geben. Einfach eine 4,5, weil es halt einfach nicht an Dry Hands rankommt, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine super gute Alternative darstellt. Dauer des Haltes, ich mache jetzt übrigens gerade so, weil ich noch ein bisschen Haarspray in den Händen habe. Dauer des Haltes, würde ich sagen, ist bei Lupin Paul auch relativ gut. Aber tatsächlich gewinnt in diesem Punkt das Haarspray, weil ich jetzt das Gefühl habe, wo ich gewartet habe, okay, meine Hände sind wieder bereit, an die Paul zu springen. Wir werden das jetzt einmal ausprobieren, bevor ich hier Lupin Paul jetzt schlechter mache als das Haarspray. Also beide Produkte sind gut, aber ich möchte gerne wissen, ist das Haarspray jetzt besser oder nicht? Also kann ich quasi nach ein paar Minuten Pause direkt wieder an die Paul gehen, ohne es ein zweites Mal aufzutragen. Tja, die Antwort ist jein. Ich habe mich zwar jetzt gehalten, aber ich merke tatsächlich, ich würde es am liebsten nochmal draufsprühen. Also muss ich das, was ich gerade gesagt habe, zurücknehmen. Bei Dauer des Heils gebe ich beiden Produkten eine 4 von 5 Sternen, einfach weil man beide Produkte einfach ein zweites Mal auftragen sollte. Preis-Leistung, liebe Leute. Da hat auf jeden Fall das Haarspray gewonnen, einfach weil die Leistung da ist, genauso wie bei Lupin Paul, aber der Unterschied halt auf jeden Fall der Preis ist. Also man hat auf jeden Fall einen großen Preisvorteil, wenn man sich ein Haarspray kauft. Geruch. Ich persönlich finde, Lupin Paul riecht super neutral. Ich kann da jetzt keinen unangenehmen Geruch feststellen oder so. Und das Haarspray hat halt einen Haarspray-Geruch. Also wer jetzt keinen Haarspray-Geruch mag oder so, dem würde ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Sonstiges. Ich muss bei Sonstiges auf jeden Fall noch eine Hypothese aufstellen. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, bis das Haarspray leer ist tatsächlich.
Aber erfahrungsgemäß ist Haarspray schneller leer als dieses Lupid Pole Tube. Das ist zwar preislich im ersten Moment ein bisschen teurer, aber es ist halt wirklich unfassbar ergiebig. Und man kann pudern und pudern und pudern und es wird gefühlt nicht leer. Also teilweise gab es dann einfach Mädels im Pole Studio, die haben dieses Tuch über ein Jahr benutzt. Also ich habe mein Dry Hands damals auch so knapp ein Jahr oder so benutzt. Und die Leute, die das Tuch hatten, die haben es tatsächlich noch länger benutzt als ich mein Dry Hands. Das heißt, es wird auf jeden Fall sehr, sehr lange halten. Bei dem Haarspray bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Haarspray geht ja auf jeden Fall dadurch, alleine weil es sprüht, halt deutlich, deutlich schneller leer. Und dementsprechend, ja, würde ich bei Sonstiges halt auf jeden Fall das Nachkaufen nochmal thematisieren, weil ich glaube, man muss Haarspray deutlich, deutlich öfter nachkaufen. Und dann ist wiederum die Frage, okay, macht das jetzt preislich wirklich so einen Unterschied, wenn ich dieses Tuch halt über ein Jahr noch irgendwas benutzen kann und das Haarspray deutlich schneller leer geht? Fazit, liebe Leute. Alles in allem unterscheiden sich die Produkte größtenteils in der Handhabung. Ihr müsst euch selber entscheiden, okay, möchte ich mich lieber einpudern oder möchte ich mich lieber einsprühen? Und dann könnt ihr auf jeden Fall dann noch entscheiden, okay, was funktioniert denn für mich persönlich besser? Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, womit ihr denn gut fahrt beim Pole Dance. Und ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Ich freue mich über eure Kommentare unten. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Oh nein, ich Gollum. Oh nein, das muss ich rausschneiden. Scheiße. Oh nein! Okay, Leute, das ist jetzt ein richtig krasser Fail. Der Kopf ist abgefallen. Und der ist verschwunden. Also ich habe mir jetzt schon die Hände eingesprüht, aber... Oh nein. Nicht dein Ernst. Kann doch nicht weg sein.